Darfst ja nichts sagen, ne? Also Mitte Januar, du willst eigentlich im Garten anfangen, ein bisschen aufräumen, ein bisschen anfangen hier im Gemüsegarten, schon die Reste raus, platt machen und. Schneit. Aber was alles passiert ist im Januar schon, das seht ihr in diesem Video im Rückblick Januar. Ja, so angefangen habe ich dann erstmal mit unserem kleinen Apfelbaum, der wirklich nicht mehr so der tollste war. Den konntest du auch beschneiden, wie du wolltest. Irgendwie hat der nur noch Mini-Äpfel getragen. Da haben wir uns gesagt, dann kommt der weg. Den Stamm lassen wir übrigens stehen, weil da dieses Jahr Blumenkohl, Rotkohl und sowas hinkommen und die müssen unter Netze. Da sollen wir den in der Mitte stehen lassen. Und dann kommen die Netze darüber gespannt und dann sollte das eigentlich so funktionieren, wie ich mir das denke. Ja, ihr seht, der Baum hat sich so ein bisschen gewehrt, ne? Ja, was ich da wirklich sagen wollte, das weiß ich selber nicht mehr. Aber es scheint nicht wirklich wichtig gewesen zu sein, weil sonst hätte ich es mir ja merken können, ne? Ja, sage ich mal, Baum fällt, fertig. Geht doch. Wie sagt meine Mama immer, wer den Dreck macht, der kann ihn auch wegmachen. Ja, ich habe einen Baum weggesägt, also kann ich den ganzen Kleinkram auch noch wegmachen. Naja, aber das macht ja Spaß. Dann habe ich mal angefangen, mich mal um mein Hügelbeet zu kümmern. Da hatte ich ja letztes Jahr irgendwie jede Menge draufstehen. Da standen zu einem die Kürbisse, die Physalis, Mangold hatten wir da noch mit drauf und Süßkartoffeln, also irgendwie alles. Klar, bei so einer Dichte von Gemüse wächst dann nicht alles so toll, wie es soll, ne? Liebe Freunde, wir gucken da jetzt nicht, ob wir einen zweiten Eingang kriegen? Nee, da kommt unser Ofen rein. Wir können ja mal, soll ich mal reingucken? Das ist nämlich Steven. Weiß nicht, ob man den sieht. Hallo. Hallo. Ja, also Steven baut uns hier heute unseren Ofen ein. Und ich bin da schon sehr gespannt. Ich bin ja handwerklich in solchen Dingen überhaupt nicht bewandert. Muss ich mir mal Leute holen. Und der kann das echt gut. Was ich ja am besten kann, ist anderen Leuten bei der Arbeit zuzugucken, vor allen Dingen bei Dingen, die ich überhaupt nicht kann. So, das ist übrigens Steven. Ne? Steven ist jetzt der, ich sag mal, zweite Kameramann, den ich jetzt noch habe. Und derjenige, der mit mir auch so ein kleines Battle machen will dieses Jahr. Wir wollen uns nämlich so ein bisschen battlen, was die Kohlrabis angeht. Aber dazu gibt es dann auch noch ein extra Video. Da habe ich mir vor ungefähr 2 Jahren so eine Loganberry gekauft. Das ist so eine Mischung zwischen Brombeere und Himbeere. Ja, und da stand in der Beschreibung, dass es eine wuchernde Pflanze ist, also so ein Busch. Ja, nicht ganz, es ist eine Kletterpflanze. Also habe ich sie völlig falsch gepflanzt. Darum nehme ich sie da jetzt gerade raus. Sie kriegt jetzt ein schönes Gitter und da darf sie dann wachsen. Anstelle, wo die Loganberry stand, da kommt jetzt meine Pfefferminze hin. So, hier seht ihr jetzt laufe ich mit meiner Loganberry da durch den Garten und stelle sie jetzt erstmal nach vorne, weil da soll sie nämlich hin. Da kriegt sie ein schönes Gitter und ich denke mal, da wird sie sich dann auch ganz wohl fühlen. Und sie bietet für uns ja auch noch dann so ein bisschen Sichtschutz, ne?
Ja, so hier ist dann mein kleines Problemkind, ne? Mein Kräuterbeet. Jedes Jahr aufs Neue sieht das nach Winter aus, als wenn, weiß ich nicht, als wenn da einer mit dem Trecker rübergefahren ist. Aber naja, es wird dann alles einmal abgeschnitten, bisschen von Laub befreit, bisschen Luft kommt dran und dann wächst das Ganze schon wieder so, dass man auch sagen kann, es ist ein schönes Kräuterbeet. Ich bin ja immer wieder erstaunt, was man so im Januar schon alles so machen kann. Und wo ich mich immer sehr erschrecke, was man so vom Vorjahr, was man gepflanzt hat, noch findet. Das ist ja übrigens beim Hügelbeet total lustig gewesen. Das Hügelbeet habe ich vor gut anderthalb Jahren neu angelegt. Also das hat mehrere Schichten. Ganz unten sind grobe Baumreste drin und nach oben hin wird es halt immer dünner. Mit Laub, mit Kompost und ganz zum Schluss dann halt normale Erde. Hat sich in diesen gut anderthalb Jahren schon echt ganz schön viel aufgelöst, wie ihr seht. Ich kann da schon ganz gut leicht durchhacken. Finde da allerdings immer noch so von der alten Grasnarbe, was noch da war, noch so ein paar Reste. Also ja, ist schon ganz lustig. Vorne ist übrigens noch ein Rosenkohl übergeblieben. Und auch ganz viele Phesalis. Da standen ja Kürbisse, Phesalis, da stand irgendwie alles drauf. Das hatte ich ja, glaube ich, schon erzählt. Ja, ich hack mich da jetzt so langsam durch, weil ich bin aber der Meinung, umso früher man das macht, desto besser. Und ja, so die Reste müssen halt weggeräumt werden, weil drauf liegen lassen ist jetzt nicht ganz so schön. Klar, verrottet, aber muss nicht sein. Ja, da ist er. Ja, da habe ich noch mehr von gefunden. Ich hatte, ich glaube, nachher 5, 6, 7 Pflanzen. Ja, und was ich halt auch gesagt habe, die ziehe ich da jetzt bald raus, das hier nicht. Das ist, wenn ich das richtig sehe, keine Ahnung, konnte man ja sehen, sah aber nach Chicorée aus. Ja, also wie gesagt, die Phesalis hatte ich da ja jede Menge drin. Und nun hat das ja bei uns gefroren und ich war echt der Meinung, die sind schon irgendwie kaputt gefroren, aber nee. Die haben das überlebt, die habe ich jetzt an anderer Stelle wieder eingepflanzt. Wenn das jetzt nicht noch richtig dicken Frost gibt, dann könnten wir Glück haben und die kommen wieder. Aber es ist ja nochmal Frost angesagt, von daher, wir schauen einfach mal. Ja, wie gesagt, Hügelbeet mache ich jetzt gerade schön fertig. Da kommt als erstes dieses Jahr Spinat drauf. Und dann kommen da Süßkartoffeln und ja, mal gucken, was ich noch finde. Wahrscheinlich werde ich dieses Jahr Gewürzgurken drauf pflanzen. Also, sind ja noch keine Gewürzgurken, sind ja dann erstmal Einlegegurken. Aber ich bin ja sehr spontan und bei 80 verschiedenen Sorten Gemüse, die ich mir dieses Jahr vorgenommen habe, denke ich mal, wird das hier, da ist übrigens gerade eine Phesalis, wie ihr seht, die wuchern auch wie verrückt mit Wurzeln, ne? Also, ist ja Wahnsinn. Ja, wie gesagt, die 80 verschiedenen Sorten, da muss ich halt immer gucken, wo ich die unterkriege. Ja. So, wie gesagt, Hügelbeet fertig und dann geht es jetzt auch gleich weiter mit den anderen Sachen im Garten. Wie gesagt, ich habe ja den Januar genutzt. Der war ja eigentlich richtig schön zum Gärtnern, sodass ich eigentlich schon echt ganz schön weit bin.
Ja, hier, wie ihr sehen könnt, da stecke ich gerade die Banane rein. Ich habe noch so zwei Bananenpalmen, die eigentlich ja auch winterhart sind, aber irgendwie habe ich mich die letzten Jahre dann nicht so besonders drum gekümmert, sodass die ja jetzt erstmal einen neuen Platz kriegen weiter vorne, weil da sehe ich sie dann auch. Vielleicht kümmere ich mich dann noch ein bisschen mehr. Spenden halt auch schön Schatten. Ja, sonst habe ich da die Loganberry hingepflanzt. Die kriegt jetzt noch ein schönes Ranggitter aus einem alten Birnenbaum mit einem richtigen Metallgitter dran, wo sie sich dann breit machen kann. Ja, und davor pflanze ich jetzt gerade erstmal die Physalis ein. Wie gesagt, wenn es jetzt wirklich nicht mehr ganz so winterlich wird, wie ich ja ein bisschen hoffe, dann ja, dürften die schon wiederkommen. Hoffen wir einfach mal. Ansonsten, ich habe noch welche, dann sehe ich halt nochmal neue aus. Müsste ich jetzt aber langsam machen, weil wird schon ganz schön eng. Die brauchen ja ganz schön lange. Naja, wie gesagt, ein bisschen Zeit ist ja noch. Ist ja noch Winter. So diese Lieblingsaufgaben, die man im Garten hat? Ja. Umgraben ist nicht gerade eine meiner. Aber es ist immer nötig, muss ja sein. Ne? Hatte ich ja letztens hier den Apfelbaum abgesägt und weil da der Kohl hin soll, habe ich gedacht, naja, dann gräbst du das kleine Stück mal um. Ja, reicht dann auch erstmal wieder. Naja. Aber was fertig ist, ist ja fertig. Da hat mich letztens zumindest ein Gartennachbar gefragt, warum ich da meinen ganzen Müll liegen habe. Ja, ist doch ganz einfach. Es ist ja Dünger. Es ist ja egal, was ich da jetzt draufgeschmissen habe. Ihr seht ja da hinten liegen Kürbisse und was nicht noch alles. Wird alles untergegraben, verrottet. Klar kommen da auch manche Kürbisse wieder, aber die ziehst du raus, schmeißt du weg und fertig ist. Aber es düngt halt den Boden. Und darum mache ich das. Und die Mikroorganismen, die da so in der Erde leben, die wollen ja auch ein bisschen was zu essen haben, ne? So, den Januar hätten wir hinter uns gebracht. Ein bisschen was haben wir schon geschafft. Eigentlich ganz schön viel. Das habt ihr ja jetzt im Video gesehen. Nächsten Monat geht's weiter. Wir sehen uns nächsten Monat zwischendurch zu den Kochaktionen. Und ihr wisst ja, ne? Abo dalassen. Vielleicht auch mal ein bisschen Werbung machen, würde mich freuen. Also, bis zum nächsten Video. Ja, geht doch. Soll doch mal irgendeiner erzählen, im Garten kannst du nichts machen im Januar. Selbst Skifahren kannst und wenn es mit Tischbeinen ist.